der Bahnhofstraße 11 in Bludenz eröffnete ein neues Geschäft. Der Naturkosmetikhersteller Aquapresen Swiss Cosmetics wählte das Städtle als Standort für seinen Naturkosmetiktempel. Warum Bludenz? Erstens bietet sich sehr an, weil ich bin ja, wie gesagt, aus Nenzing, also es ist Heimat, aber natürlich muss ich auch ehrlich sagen, wir haben eine passende Lokalität gesucht und es hat sich hier eine tolle Lokalität ergeben. In dem neuen Geschäft in Bludenz, das erste übrigens außerhalb der Schweiz, werden Kosmetikprodukte auf der Basis von aktiviertem Wasser angeboten. Im Russen im letzten Mal im Kalten Krieg, dass sie Angst haben, dass ihnen jemand das Trinkwasser verseucht. Und haben die Wissenschaftler beauftragt, da zum Recherchieren und zum Suchen und zum Forschen. Darauf passieren sie auf das aktivierte Wasser, das man eben mit diesem russischen Verfahren mittels der Elektrolyse herstellen kann. Und das Wasser hat eben die Gabe, dass es innerhalb von einer Minute, wie an einem Labortisch, das ist kein Hokuspokus, 99,9% aller Pilze, Viren und Bakterien neutralisieren kann und viele organische und anorganische Substanzen. Neben dem Verzicht von Chemie in der Produktpalette legt Aquapresen hohen Wert auf Regionalität. Wir sind ja ganzheitlich unterwegs und legen sehr viel Wert auf die Produkte, dass sie eben auch regional sind. Und wir sind ja hier in einem Einzugsgebiet, wir sind zwar in der Schweiz, aber wir haben auch wir arbeiten mit österreichischen Lieferanten zusammen und sehr namhaften, die im Bereich von der Naturkosmetik einen großen Namen haben. Gesichtspflege, Duschgel, Muskelsalben, Nahrungsergänzungsmittel und sogar Tierpflege. Ein breites Spektrum an Produkten bietet Aquapresen. Auch der fünffache Gesamtweltcup-Sieger Marc Girardelli hat hier seine eigene Produktserie entwickelt. Also ich habe in meiner Karriere sehr viele Sachen ausprobieren müssen, wie ich definitiv meinen Körper sehr hart angenommen habe. Ich habe 80 Operationen hinter mir seit Anbeginn. Und ich muss sagen, ich kämpfe jetzt noch mit gesundheitlichen Problemen und probiere immer noch Sachen aus. Und die letzten 2-3 Jahre habe ich durch Zufall Aquapresen kennengelernt und habe ein kleines Töpfchen und ausprobiert und habe festgestellt, es tut meinen Gelenken wirklich sehr gut. Ich kann wieder gut trainieren. Was besonders erstaunt und viele erfreut hat, es gibt sogar ein eigenes Bier, gebraut mit aktiviertem Wasser. Und nebenbei stellte Marc Girardelli auch noch sein neues Buch vor. Das Konzept gefällt, ganzheitlich. Man freut sich über jeden neuen Impuls, der die Stadt belebt. Es ist auch wichtig, dass hier Handel stattfindet. Es ist auch ganz wichtig, dass man den Menschen hier neben diesem Überangebot des Onlinehandels auch vor Ort die Begegnung bietet. Und das Wichtigste ist ja auch die Beratung. Der Marc kennt man. Ich habe das Vergnügen einmal gehabt bei so einem Charity-Gegendienstfahrer am Sonnenkopf. Hat mich natürlich geehrt und ich habe gewusst, wo ich umgekehrt bin, Skifahrer. Nein, ich glaube, wenn er so ein Marvin er dahinter steht, er hat immer gewusst, was er tut, auch beim Skisport. Und ich glaube, auf der wirtschaftlichen Seite, was er macht, das macht er gehörig. Ja, also ich finde die Produkte generell sehr interessant. Das ist natürlich mit dem Marc Girardelli ist das natürlich nochmal ein bisschen eine Steigerung. Und das ist schon ein Ansporn, um das mal auszuprobieren. Ja, sehr, sehr, sehr schön, sehr informativ. Das ganze Leben von Marc kennenzulernen und was er alles schon mitgemacht hat. Aber wahrscheinlich ist es eine Männerkrankheit, dass man sich mit solchen Produkten weniger auseinandersetzt. Aber ich habe mir sagen lassen, was es hier gibt, auch was das für Qualität für die Haut hat auch. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht komme ich irgendwann auch in die Situation, dass ich mich ernsthaft damit beschäftige. Wir sind sehr froh und möchten einfach sagen, herzlich willkommen bei uns. Sollen sich wohlfühlen und gute Geschäfte machen.